Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Photoshop-Tutorial. Heute geht es um Scannen, und zwar genau gesagt, ich möchte euch zeigen, wie ihr mit einem A4-Scanner, mit einem gewöhnlichen A4-Scanner, den jeder zu Hause in seinem Drucker hat, auch größere Sachen wie zum Beispiel Plakate oder größere Zeitungsartikel ohne Probleme einscannen kann und mit Photoshop sie zu einem fertigen Dokument wieder zusammenfügt. Ich habe das schon mal vorbereitet und habe schon mal einen Zeitungsartikel eingescannt. Diesen habe ich in 4 Teile eingescannt und diese öffne ich jetzt einmal in Photoshop. Anschließend erstellen wir uns eine neue Datei. Hier könnt ihr euch eine beliebige Größe nehmen. Wir nehmen einfach mal DIN A3 als vorgefertigte Größe und ziehen jetzt hier alle Bilder erstmal hinein. So, jetzt haben wir die einzelnen Dokumente hier drin und jetzt können wir erstmal sortieren. So, das heißt, dieses Dokument hier kommt nach ganz nach oben und das durch Command und T oder Steuerung und T drehe ich das jetzt einmal, so dass es hier in unsere Größe hineinpasst. Das platziere ich jetzt erstmal grob. Und wähle jetzt das nächste Dokument. Das, was da anschließend ist, das wäre dies. Das lege ich jetzt ganz nach oben und drehe es ebenfalls. So, wie ihr seht, das ist etwas schief eingescannt. Das heißt, das passe ich jetzt erstmal so an, dass es vom Winkel passt. Lege es jetzt grob hier wieder rüber. Und setze jetzt erstmal die Deckkraft herunter. Denn so kommt das drunterliegende besser hervor und ich kann das jetzt so anpassen, dass das ungefähr mit der Schrift zusammenpasst, mit dem unteren. Es kann sein, dass es nicht immer ganz genau passt. Macht es so ungefähr, so gut wie möglich. So sieht das zum Beispiel ganz okay aus. Und jetzt kommt nämlich der Trick. Jetzt wendet ihr die Ebenenmasken an. Das ist hier unten dieses Symbol. Das klickt ihr an und bekommt jetzt hier eine Ebenenmaske auf dieser zweiten Ebene oder beziehungsweise auf diesem zweiten Text. Setzt jetzt wieder die Deckkraft herauf. Dann wählt ihr den Pinsel. Das könnt ihr zum Beispiel mit B machen. Rechtsklick, da könnt ihr die Größe anpassen. Und die Härte setzt ihr am besten auf 0. Jetzt müsst ihr gucken, dass ihr die schwarze Farbe im Vordergrund habt und könnt jetzt hier sozusagen einfach wegradieren. Das heißt, wir fangen hier oben einfach mal an den Kanten. Und jetzt fahrt ihr da einfach rüber. Zum Beispiel hier diese ganzen Schriften, die sehen hier auf diesem oberen eingescannten nicht so gut aus. Das heißt, wir malen das jetzt sozusagen weg, dass die untere Ebene wieder durchscheint. Ich mache das jetzt hier in diesem Fall nur grob, da es sonst zu lange dauern würde. Das könnt ihr jetzt natürlich überall machen, aber so finde ich, sieht das schon mal ganz gut aus. Diesen Schritt macht ihr jetzt weiter. Das heißt, ihr wählt die nächste Ebene, schaut, was ihr habt. Die kommt dann wieder ganz nach oben. Ihr dreht das. Beim Scannen solltet ihr immer darauf achten, dass es etwas überlappt. Das sind nämlich die Punkte, an denen ihr das Ganze dann nachher ausrichten könnt. So, jetzt setzen wir wieder die Deckkraft herunter. Wählen dann wieder das Verschieben-Werkzeug, das könnt ihr mit V machen. Und passt es hier jetzt in etwa wieder an. Es kann sein, dass es natürlich hier hinten nicht richtig passt, dass ihr das ab und zu ein bisschen drehen müsst. Aber wie gesagt, lasst euch da ruhig ein bisschen Zeit für ein gutes Ergebnis. Es ist aber auch nicht schlimm, wenn es so ein bisschen unscharf ist teilweise. Das passt ihr nämlich im weiteren Schritt dann wieder an.
So, jetzt setzen wir die Deckkraft wieder hoch. Wählen eine Ebenenmaske. Wieder den Pinsel. Und macht jetzt hier genau wieder das gleiche wie vorher. Hier merkt ihr, da ist das Ganze zu Ende. Mit X könnt ihr dann die Farbe wieder wechseln auf Weiß und könnt es sozusagen zurückmalen. So. Und da wir jetzt eine weiche Kante genommen haben, das heißt, wir haben den Pinsel auf 0% Härte gemacht, fällt das auch nicht auf. Ihr müsst immer so ein bisschen gucken, dass es mit den Farben auch passt. Hier hinten zum Beispiel die Überlagerung wieder entfernen. Und so bekommen wir jetzt nach und nach ein relativ gutes Ergebnis. Jetzt seht ihr zum Beispiel hier, wir haben jetzt noch ein Reststück, wenn ich das hier mal nach oben packe. Aber unser Dokument ist zu klein. Das heißt, wir können jetzt unter Bild, Arbeitsfläche, dann soll das nach unten vergrößert werden und geben jetzt hier zum Beispiel einen Wert von 5500 ein, vergrößern das Ganze etwas nach unten und können jetzt hier schauen, dass wir auch das Restliche da anfügen, wieder die Deckkraft heruntersetzen und schauen, dass das Ganze übereinander stimmt. Wie ihr seht, ist es hier auch etwas verschoben. Das heißt, wir drehen das Ganze wieder etwas, setzen die Deckkraft wieder hoch, wählen jetzt hier auch eine Ebenenmaske und können jetzt sehen, hier oben passt es zum Beispiel nicht. Das heißt, wir gehen jetzt hier wieder mit schwarzer Farbe und dem Pinsel über das Bild, an den Kanten am besten. So, ich mache das jetzt mal wieder etwas schneller. Und wie gesagt, wenn ihr euch da ein bisschen Zeit lasst, dann kriegt ihr da auf jeden Fall ein gutes Ergebnis. Es kann natürlich auch noch größer sein, das heißt, dass ihr noch viel mehr Teile habt. Und wenn ihr keinen Scanner habt, könnt ihr das Ganze zum Beispiel auch mit Fotos machen. Das heißt, ihr fotografiert das. Dabei müsst ihr aber beachten, dass das Ganze am besten so gerade wie möglich ist. Anschließend können wir das Ganze hier noch etwas zuschneiden. So zum Beispiel, wir sehen hier an den Kanten passt es noch nicht, das liegt aber daran, dass ich es schlecht gescannt habe. Wenn es soweit passt, könnt ihr anschließend noch eine kleine Verbesserung machen. Ihr macht zum Beispiel eine Tonwertkorrektur, die sitzt ganz nach oben und könnt jetzt hier noch ein bisschen Kontrast herausholen. Das Ganze heller machen und schon ist das Ganze besser leserlich. Anschließend geht ihr unter Speichern unter und könnt jetzt hier zum Beispiel, ich gehe mal hier wieder ins Tutorial rein, das Ganze als PDF speichern. Hier könnt ihr ein bisschen rumspielen, ich lasse es jetzt erstmal so. So, und dann habt ihr ein fertiges Dokument als PDF.
was ihr natürlich wieder farblich anpassen könnt, wie ihr wollt. Aber somit habt ihr einen Zeitungsartikel, der in euer Scanner normalerweise nicht reinpasst, als fertiges Dokument. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen und mal ein bisschen zeigen, was man Nützliches mit Photoshop machen kann. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim selber Nachmachen und bedanke mich für das freundliche Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Video.